Moin, moin miteinander, hier ist euer Micha und es geht los. Hier, ihr seht schon, hier steht's fett geschrieben. Willkommen bei The Sims 4 und zwar für die PlayStation 4. Wir können es endlich auf der Konsole spielen und hier sehen wir gerade die Sonnenterrassen-Accessoires. Relaxe im brandneuen Whirlpool oder entspanne dich in legerer Kleidung oder chille am Pool. Alles auf das haben wir Lust. Also starten wir auch direkt rein. Na, geht das auch irgendwie weiter? Jo. Also, wir haben die Whirlpool-Artikel, also die Sonnenterrassen-Accessoires und die Feiertagsbündel und Party-Sachen, denn wir haben vorbestellt und da war das alles mit drin und heute ist es offiziell erschienen und deswegen können wir es auch heute spielen. Ich drücke gleich mal auf den Play-Button, denn es geht los. Wir erstellen uns jetzt einen Sims. Ja, wunderbar. Und ich würde sagen, ja, männlich sind wir. Ja, ich denke, ich zeige euch einfach gleich am Ende, was dabei rumgekommen ist. Also, bis gleich. So, Sims oder der Sim ist erstellt und wir wollen jetzt, ne, wir brauchen keine Info, wie man ins Haus einzieht, sondern wir wollen einziehen. Newcrest dürfte sehr leer sein. Ja, Geld zum Bauen haben wir nicht, also möchten wir gerne zurück. So, gehen wir mal nach Willow Creek. Da sieht das schon ganz ein bisschen belebter aus. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 20.000. Oh je. Das heißt, wir können uns gerade mal ein Haus, also was heißt ein Haus kaufen, aber ein nicht allzu großes Haus. Oder wir können auch hier in der Wüste wohnen. Aber das ist mir zu trostlos. Wir gehen hier nach Willow Creek. Und da nehmen wir jetzt ein wunderschönes Häuschen in Empfang. Das können wir uns nicht leisten. Das, ja, für 16.000. Ich bin für das hier. Ich glaube, das kaufen wir. Also bis gleich, wenn wir im Haus sind. Und da sind wir auch schon. Jetzt bin ich gerade gespannt, wie das hier überhaupt funktioniert von der Steuerung her. Können wir irgendwas machen? Hallo, ich möchte mich gerne bewegen. Ah, jetzt. Gut. Ja, man muss erstmal die Steuerung hinkriegen. Micha liebt die Natur, Zeit im Freien ist für solche Sims ein Muss, doch die emotionale Belohnung ist es wert. Okay. Hier sehen wir nochmal unsere Merkmale. Wir sind Musikliebhaber, kreativ, Grübler und liebt die Natur. Wunderbar. Hier sitzen wir in unserem schicken Häuschen, aber das Häuschen, ja, da brauchen wir noch einiges. Und zwar, oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh je, oh je. Ich muss mich erstmal mit der Steuerung hier zurechtkämpfen. So, aber wir wollen nicht in den Baumodus, sondern wir sind schon im richtigen. Ich wollte nur kurz eben gucken. Steuerung. Nächsten Sim wählen, unteres Stockwerk, Queranschnitt der Wände wechseln, Queransicht der Wände wechseln. Ja, das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir brauchen das nämlich so. Ja, wir brauchen eine Zeitung oder ein Handy oder, denn wir müssen einen Job finden. Aber ich habe hier was gefunden und das, den gehen wir erstmal anschauen, den Glockenblumenstrauch. Ja, dann müssen wir irgendwie aufs Handy kommen. Karriere. Ja, Karriere einschlagen. Das macht er gleich übers Handy. Gut. Hier sehen wir uns nochmal. Er geht jetzt erstmal den Glockenblumenstrauch hier angucken. Oh jo, der ist ja schön. Hi jo, direkt vor der Tür. Glockenblumenstrauch ist eine wilde Pflanze. Ach, hätte ich nicht gedacht, wenn die hier so alleine vor der Tür wächst. Alles klar. Und jetzt, was sollen wir werden? Astronaut, Business, Entertainer, Geheimagent, Leckermaul, Maler, Schriftsteller, Sportler, Technikguru oder Verbrecher. Also, und das, ja, was werden wir denn? Business, Entertainer, nee, Entertainer wollen wir nicht. Geheimagent, oh, das klingt auch nicht so toll. Sollen wir Superkoch werden? Was verdienen wir denn? 15 die Stunde, 17, 23 die Stunde, 16 die Stunde, 26 die Stunde, Astronaut, da bin ich ja nie da. 21 die Stunde für Maler, okay, Schriftsteller 25 die Stunde, Sportler 16 die Stunde, Technikguru 31 die Stunde,
Gesucht wird ein Live-Chat-Berater. Oh ja, den könnte ich auch gerade gebrauchen. Also wenn wir irgendwann mal wieder live sind. Wasserträger. Nö, lass uns mal Technikguru werden. Wir werden Technikguru. Und haben jetzt erstmal 2 Tage hintereinander frei. Juhu. Was können wir in der freien Zeit denn mal anstellen? Ich dachte erst ein bisschen Geld verdienen, aber das geht ja gar nicht. Dann graben wir mal hier. Hier finden wir nämlich was Schönes. Jetzt geht es erstmal darum, nicht allzu viel Geld auszugeben. Da schon wieder ein Glockenblumenstrauch. Was soll ich denn damit? Einfach, ja, Geld verdienen, damit wir nicht pleite gehen am Anfang. Ganz klar, wir haben 4000. Und ja, ich habe was gefunden. Eine Kapsel ausgegraben. Was mag wohl darin stecken? Ja, das gucken wir gleich. Jetzt angeln wir auch noch. Ich kann mal gucken, was uns die Tasche hier im Inventar alles drin ist. Da ist die Kapsel und die können wir öffnen. Aber jetzt wird erstmal geangelt. Wir haben eine neue Fähigkeit erworben und zwar das Angeln an sich. Ja, wunderbar. Da können wir draufklicken und sehen, Angeln Stufe 1. Mal gucken, wann wir einen Fisch kriegen. Fischilein, Fischilein, kommt herbei, kommt herbei. Ach, beim Angeln darf man ja gar nicht singen. Egal. So wie die Fische da aggro sind. Willkommen in der Nachbarschaft. Jo, das Begrüßungskomitee ist da. Ah, lassen Sie mal nicht warten, wa? Ich glaube, das wird hier nichts. Ja, oh, er holt einen Fisch ran. Holt er einen Fisch ran? Ja! Wunderbar, wir haben unseren ersten Fisch geangelt. So, dann öffnen wir noch die Box. Dann gucken wir gleich, was drin ist. Aber jetzt ist das Begrüßungskomitee da. Oh, moin moin. Wem sagen wir denn hier alles Hallo? Neuen Nachbarn begrüßen. Neuen Nachbarn begrüßen. Neuen Nachbarn begrüßen. Irgendjemand vergessen? Ich glaube, dich mit dem Teller, ne? Und freundlich vorstellen. So. Moin moin miteinander. Hallo. Ich habe einen Staubsauger. Ich bin schon um die Welt gefahren. Na und? Interessiert mich nicht. Na? Ich möchte gern diese Person anwählen. Dann können wir mal bei ihr bedanken uns mal fürs Kommen. Jetzt gucken wir mal, was wir so gerade gefunden haben. Im Inventar haben wir jetzt einen Fisch. Und ein Buddy. Den könnten wir eigentlich irgendwo mal hinstellen. Aber den Fisch können wir verkaufen. Aufhängen. Obwohl, unser erster gefangener Fisch. Na, machen wir nochmal nichts mit. Oder? Nee, wir machen noch nichts damit. Der ist 7 Dollar wert. Ihr könnt entscheiden, sollen wir ihm einen Namen geben und ein Aquarium aufbauen oder sollen wir ihn aufhängen. Und den Buddy, den stellen wir irgendwo hin. Da kaufen wir ein Regal für und dann stellen wir den direkt bei uns irgendwo hin. Und jetzt müssen wir uns hier gerade unterhalten. Jo, jo, wir stehen da mittendrin. Ich mach mal ein Kompliment. Sie sieht ja auch nicht schlecht aus. Muss man sagen. Diese Sprache, wunderschön. Sie hat auch was zu essen dabei. Kriegen wir auch davon was? Kennenlernen. Für Vegetarier geeignet. Oh, und das andere? Auch, ein Obstkuchen. Ich könnte einfach auch mal sie reinlassen, oder? Mehr Auswahl. Freundlich. Oder auch nicht. Er geht erstmal Fernsehen gucken. Alles klar.
Aber unseren Buddy, den müssen wir irgendwo hinstellen. Ich guck mal. Nee, wie war das noch? So. Jetzt gehen wir mal. Halt. Nein, das war die falsche Taste. In das Baumenü rein. Nee, da brauchen wir kein Tutorial. Eigentlich weiß ich ja, wie Sims 4 geht. Ich muss mich nur noch an die PlayStation-Steuerung gewöhnen. So. Dann wollen wir Objekte nach Funktion. Nee, eigentlich. Naja, ist auch egal. Deko. Ein Regal oder sowas. Gemälde oder Polster. Nee, ich muss es anders machen. Stopp. Stopp. Nach Zimmer. So. Jetzt gehen wir hier aufs Wohnzimmer. Und dann können wir hier mal auf Schmucktische. Nee, nicht ganz. Fernseher auch nicht. Irgendwas muss doch auch sowas wie Regale oder so geben. Zimmerpflanzen, Kamin, Skulpturen, Kaffeetisch, Audio. Ah, wisst ihr was? Da müssen wir doch nach Funktionen suchen. So. Und dann nehmen wir einfach mal Oberflächen. In Oberflächen finde ich das garantiert wieder. So ist es auch. Hier ist eine Vitrine. Und da können wir nämlich den Buddy erstmal gleich draufstellen. Hier so eine schöne Holzvitrine. So. War ein bisschen arg niedrig. So. Ungefähr, ja, hier hin. Und dann können wir jetzt auch schon wieder ins Live-Menü. Live-Modus. Und jetzt möchte ich den Buddy hier. Den möchte ich gerne in der Welt platzieren. Und zwar da oben hin. Und nicht irgendwo. Jetzt hat er ihn einfach da unten hingestellt. Nein, 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 nein. Also müssen wir ihn doch jetzt hier im Baumodus nehmen. Jetzt kann ich ihn wahrscheinlich nicht nehmen, weil der Typ direkt davor sitzt, wa? Buddy. Der Buddy kommt. Ja. Genau. Schon haben wir den Platz für unseren Buddy gefunden. Wir haben ein Haus gefunden, was wir brauchten. Und wir haben einen Job gefunden, den wir auch brauchen. Leider können wir so Buddy nicht sehen. Aber so können wir ihn sehen. Wir können ja mal emotionale Aura aktivieren. Ich weiß zwar nicht, was für eine Aura er ausstrahlt. Ah, die verspielte Aura. Okay, jetzt sind wir im Wohnzimmer eben immer verspielt. Aber die zwei Damen da vorne dürfen wir auch nicht so warten lassen. So, mach mal Fernseher hier aus, die Kiste. Und dann wollen wir mal darüber gehen. Und wollen nochmal über Interessen sprechen. Und dann wollen wir mal. Ja, und danach würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ein kleiner kurzer Part über die Sims 4. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst den Daumen da oder schreibt es in die Kommentare. Und man sieht sich. Habt noch einen schönen Tag. Haut in rein. Ciao und tschüss. Euer Micha. Bis dann. Bye, bye.